Ich begrüße euch zurück beim Let's Play von Fable 2 und wir sagen einfach mal... Und so beginnt die Geschichte. Genau, sie beginnt und ich bin zwar immer noch genauso angeschlagen wie in der heutigen Folge von GTA, aber mir geht es, wie ich da auch schon mal erwähnt habe, besser. Die letzte Woche ja keine Folge, weder das eine noch das andere, nur die vom Sonntag vom Livestream und ich muss dazu sagen, der Sonntag, also nicht von diesem Sonntag, sondern vom letzten Sonntag, ne, ist klar, Weiter. Ich muss dazu sagen, der Livestream hat ja super Spaß gemacht. Was kann ich noch sonst dazu sagen? Sonst kann ich noch dazu sagen, es wird vielleicht noch mehr geben. Ich werde auch des Öfteren jetzt mal ein bisschen was hochladen. Wir haben jetzt, also es ist ja nicht nur ein Livestream, es ist auch danach noch, heute beispielsweise kommt ja noch GTA Online mit hoch. Das ist allerdings nach dem Livestream, gehört aber nicht mehr wirklich dazu, weil wir da alle schon unser eigenes Ding gemacht haben. Deswegen habe ich das ein bisschen getrennt. Oh. Stimmt, wir haben jetzt hier eine Frau. Ich wollte immer einen Banditen heiraten, bis ich einem begegnet bin. Ihr seid zu nett, um Tollpatsch genannt zu werden. Nein, aber der passt dann ziemlich gut, der Name. Ich hoffe, ihr müsst nicht so bald wieder in Abenteuer ziehen. Doch, muss ich. Wo ihr hintretet, das schöne Schuhwerk soll doch nicht schmutzig werden. Oh Gott, ist die fürsorglich. Und? Was, hier? Das glaube ich nicht. So, was haben wir denn hier? Kistchen. Das wollte ich nämlich beim letzten Mal machen. Ich hatte zwar gerade bei GTA gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was wir machen wollten, aber das stimmt nicht. Sobald ich die Mühle gesehen habe, wusste ich... Ui, der Hammer... Was? Hammerstiet. Info. Die Verbesserung dieser Waffe macht euch widerstandsfähiger gegen Schaden. Der Ursprung dieses juwelenbesetzten Kriegshammers ist geheimnisumwoben. Oft ist er in der Geschichte erschienen und hat viele Herren gedient, die alle unbesiegbar gewesen sein sollen, während sie ihn trugen. Der Legende nach sucht sich der Hammer seinen nächsten Meister selber aus. Aha! Nehmen! Bevor wir den verwenden... Boah, haben wir eine dicke Narbe da im Gesicht. Gott sei Dank ist die Olle sowieso so dick und muskulös, dass die eh kein ansehnlicher Anblick ist. Wir wollten Gegenstände mal gucken. Waffen waren das, ne? Was, bei verschiedenen? Nee. Bücherdokumente, Trankgeschenke. Gegenstände? Ach so, hier ist. Nee. Wie komme ich denn auf die Waffen? Habe ich vergessen. Vielleicht gehe ich einfach mal auf Waffen. Dann müsste ich auch auf die Waffen kommen, würde ich mal schätzen, oder? Das Ding. Aber unser Ding macht mehr. Was hat er denn noch so für Effekte? Rindenhaut. Die Versorgung macht euch widerstandsfähiger gegen Schaden. Der Ursprung. Hat also schon eine Verbesserung drin, aber unser ja auch. Und das ist aber eine legendäre, oder nicht? Na gut, ja, wir behalten erstmal unseren dornigen Knüppel. Dann können wir ja auch wieder vielerlei Banditen begnügen. Das sieht aus. Aber egal. Wollen wir uns noch ein bisschen umsehen? Aber ich glaube, das war das Einzige, was man hier findet. Abgesehen von einem hübschen Heim für die Ehefrau. Du, mein Liebling, brauchst mir gar nicht mehr folgen. Wie dem auch sei. Ja, du brauchst mir nicht folgen. Verstehe ich nicht. Nee, brauchst du auch nicht verstehen. Du musst es nur akzeptieren. So. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir noch so vorhatten. Was hatte ich gesagt? Wir wollten auf jeden Fall geheiratet haben wir jetzt. Check. Haus haben wir auch. Check. Das heißt, das Ding am Markt können wir jetzt vermieten, wenn ich richtig... Oder hatten wir... Nee, ich glaube, wir hatten das sofort vermietet, weil ich ja wusste, dass wir das Haus jetzt da bekommen. Oder... Nee. Oder doch? Oder nee? Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Zu lange her, wie gesagt. Willst du mich verarschen? Guck euch mal an, wo das Ding ist, ja. Da sind wir jetzt doch so ewig für gelaufen. Quests. Die sind noch aktiv. Da fehlt uns noch einen, glaube ich, ne? Ach ja, wir sollten ja...
Was ist denn das? Egal, nee, wir müssen mal gucken. Wir sollten ja noch Ansehenspunkte sammeln für Reaver, damit er uns überhaupt mal empfängt oder wir interessant genug sind. Ja, ich bin ja noch gespannt, wie sich das entwickeln wird. So, dann gucken wir mal. Die Leute hier lieben mich alle. So. Die Nomaden, bei dem wir aufgewachsen sind. Charlie? Charlie, bist du das? Oh, ihr seid lieb, mein armer Charlie. Wir feiern in Bauer Tümpel den Geburtstag meines Lieblings. Er picknickt für sein Leben, gell? Okay, ja, interessant. Nur eine Sekunde habe ich nicht aufgepasst und weg war er. Sie sieht überhaupt nicht aus wie eine Oma. Bitte finden. Er ist doch so hilflos. Wahrscheinlich Mutter geworden mit 15 und Tochter ebenfalls mit 15 Mutter geworden. Und die ist jetzt wahrscheinlich 38 oder so, Kacke. Ja, ja, nehmen wir an. Ich hätte ihn nicht aus den Augen lassen sollen. Ihr geht? Vielleicht kommt ein beherzterer Held vorbei, der meinen kleinen Jungen retten kann. Was denn? Hallo, Pisslinie? Oh, vielen Dank, meine Liebe. Was denn jetzt? Er wollte ein paar Höhlen erforschen, hat natürlich wieder Arme. Aha. Ja, 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 ja. Sie sind alt genug. Er könnte erschrecken, wenn er euch sieht. Also nehmt diese Nachricht, damit er weiß, dass er euch trauen kann. Ja, 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 ja. Okay. Pisslinie. Info. Lieber Charlie, bitte folge diesen netten Menschen und habe keine Angst, deine Großmutter. Was? Noch mehr. Endlich. Ach ja, die Blasenstein, beziehungsweise Gallenstein, Nierenstein, ach was weiß ich. Der Feenstaub. Urinstein war es. Genau, Urinstein. Verschwendet euer Geld nicht für Essen. Ja, gerne. Nicht. So. Jetzt müssen wir den Charlie da aus seiner Höhlenforschertätigkeit reißen. Stellt euch mal vor, ihr erforscht gerade die schönsten Höhlen, die tollsten Feuchtgebiete zwischen den längsten Auslegern und dann kommt da einer und mit einer dicken Narbe im Gesicht einen Brief von eurer Großmutter und unterbricht euch einfach aufs Gröbste. Während ihr mit eurem Nahkampfstachel da die feuchten Höhlen erkundet, die Gletscherspalten, könnte man beinahe sagen. Das ist doch so. Ja, Basti, komm. Oh. Weg mit dir. Leicht verdiente EP. So. Hier hinten war das gleich, ne? Ja, das sieht richtig aus. Wie zum Teufel kommt hier ein Ruderboot her? Schatz, wo? Ach da! Mensch, das ist aber wirklich gut getarnt. Tatsächlich habe ich jetzt selber nicht gesehen. Trollstärke. Ja, wenn wir zwischendurch mal Erfahrung brauchen, ne? So, da gucken wir doch mal, wo der liebe Charlie da reingeraten ist. Grab der Helden. Das ist interessant. Ins Grab der Helden. Oh Gott, das ist eine Falle für uns. Wir sollen gleich dazugelegt werden. Ah, die Karte füllt sich langsam, ne?
Hallo? Irgendjemand war hier. Jemand mit einer Schaufel. Und Büchern. Okay. Das Grab der Hellen. Ja, jemand war hier und hat die Kiste verschlossen gelassen. Oder war blind. Das muss der blinde Priester gewesen sein. Grab der Helden sieht irgendwie unheimlich aus. Ja, ungeschicktes Stück. Ihr trefft mich nicht in 1000 Jahren. Wusste ja. Ich habe ihn doch gehört. Ihr könnt ja auf mich schießen, aber ihr stecht euch dabei eher ein Auge aus. Was? Ach, da sitzt er. So, zeig dich. Und da haben wir 22 von 50 Gargoyles erledigt. Boah, mein Hals. Immer muss ich gerade nicht husten. Ach du Scheiße. Ah, eine Entdeckerkollegin. So ein Glück. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was habt ihr da? Diese Handschrift. Oh das Gott. Das wird doch nicht etwa... Lasst mal sehen. Großmutter, ich hätte es wissen können. Heiße Charles. Charles. Und ich bin ein sehr guter Abenteurer. Diese Frau bringt mich noch zur Weißglut. Wie findet ihr es, wenn euch eine alte Frau ständig Vorschriften macht? Aber ihr scheint ganz nett zu sein. Vielleicht könnt ihr uns helfen, diese vermaledeite Truhe zu öffnen. Sobald ich mich nähere, erscheint ein Trupp dieser untoten Plagen und versucht, mich anzugreifen. Seid so gut und haltet diese Bestien von mir fern, ja? Sobald ich mich der Truhe widme, beginnen die faulenden Schufte ihre grausamen Scherze. Haltet sie fern, während ich am Schloss arbeite. Oh, wie aufregend! Auf geht's, da kommen sie! Ja, ja. Bäm, bäm, bäm. Und weg mit euch. Ui. Weg mit euch, habe ich gesagt. Weg, weg, weg. Kommt, ich prügel euch meine Keule ins Gesicht, meinen dornigen Stachel. Bis euch das Leuchten aus den Augen kommt. So, weg mit dir. Weg, weg, weg. Und... So, haben wir endlich. Und ein Silberschlüssel. Ja. Ich will euch nicht belästigen, aber ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Plünderer-Nachricht. Hey. Info. Wer immer dies liest, es tut uns leid, aber indem wir das Normanomicon aus dem Sarg nahmen, haben wir das Grab offenbar verflucht. Ihr solltet vielleicht besser um euer Leben laufen. Viele Grüße, Max und Sam. Huch, das habe ich nicht kommen sehen. Wow. Oh Mann, ey.
von dem hartnäckigen Biest dann auch gleich kommen müssen. Und weg. Boah, weil ihr werdet ja wohl euch nicht an einer Lady vergreifen. Die Lady bringt 500 Kilo auf die Waage und stemmt auch 1200, aber egal. Lady ist Lady. Wer so viel Steroide im Blut, zunächst beinahe ein eigener Penis, aber Lady ist Lady, ne? Der trinkt Gott, habt ihr gesehen? Der hat gerade einen Rock getragen. Ui, das gibt mächtig Druck auf der Leitung, ey. Aha. Okay, komm. Oh, da sind ja auch noch ein paar. Und weg mit dir. Boah. Mann, die schlürfen hier was zurecht. Das ist wie gratis Fressen im Altersheim. Eieiei, ey. Komm, hier, mach eine Fliege. Lass ein Bein stehen. Lieber Arm ab als Arm dran. Nee, andersrum. So. Haben wir jetzt das? Furchtbar. Und weg mit dir. Ui, da kommt ja noch mehr. Boah. Hier. Ey, den dornigen Knüppel hier voll ins Gesicht gehauen. Ja, bloß du. Dieser Flegel. Boah, weg. Mann, irgendwann ist ja mal gut. Haut ab. Wirklich wie gratis Futter am Altersheim. Oder Altersheim Palkerabend. Alter. Da kriechen sie alle aus ihren Löchern und humpeln sich ein zurecht. So, weg. Ui. Der war mal Fleischer. Oder Zimmermann. So. Haben wir es jetzt endlich? Springt hier so ein bisschen durch die Gegend, wa? Ui. Müssen wir. Boah. Heldengrab. Wow. Frau gegen Frau. Nur meine Haare sind schöner. Ich hab die Haare schön. So, hau ab. Der hat zwei Fackeln dabei. Ist ja ein bisschen wie in Hawaii, wa? So Fackelträger. Ein wenig Erfahrung. Kein Schatz versteckt. Ui, da stehen sie und warten. Weg mit euch, weg mit euch. Ui, da steht ein dicker August. Ja, mein Nahkampf, mein stacheliger Keul. Mein stacheliger Keul ist nicht zu unterschätzen, aber das ging schneller als ich dachte. Kann man die Gräber nicht öffnen? Das hat's ja auch gerade geil. Was, nee, die können wir leider nicht öffnen. Die hier auch nicht. Aber die hier. Das war ein seltsamer Sarkophag, aber egal. So, zeig mal her. Donnerstärketrank. Okay. Der stärkste Trank, den moderne Alchemisten nie gebaut haben. Sie behaupten, er enthält Spuren der gemahlenen Knochen eines Helden namens Donner. Und so sind wir wieder frei. Meine Fresse. Bauertümpel.
konnten wir das Grab endlich wieder verlassen. Meine Güte, und die Folge ist vorbei. Ja, das trifft sich ja ganz gut. Das trifft sich wirklich gut. Haben wir das Ding abgeschlossen oder so gut wie abgeschlossen? Jetzt müssen wir noch in den knapp 2 Minuten da bis zum Zurückrennen. Wir haben es geschafft! Ach nee, brauchen wir gar nicht. Charlie, du unartiger Bengel, jagst deiner alten Oma solche Angst ein. Jetzt sieht's aus wie eine Oma. Wie oft soll ich's dir noch sagen? Bleib da, wo Oma dich sehen kann. Ach, Großmutter! Sag Hallo, Mickey Maus. Ach, Großmutter, dieses Jahr verdienst du dein Geschenk aber nicht. Eigentlich sollte es deine Retterin bekommen. Nur so lernen Kinder. Vielen Dank, dass ihr Charlie zurückgebracht habt, tapfere Abenteurerin. Ich bin Abenteurer, Großmutter. Und ich heiße Charles. Charles! Schreien ist unhöflich, Schatz. So, wir gehen heim und trinken einen schönen Tee. Oh Mann. Goldene Lastverbesserung. Info. Ihr haltet Gold für jeden. Oh. Das würde sich schon fast lohnen. Oh ja. Könnte man die Verbesserung eigentlich wieder deaktivieren? Also rausnehmen? Noch ein paar solcher Taten und Reaver überlegt es sich. Oh, noch 8000 nur noch. Basti, hör auf zu heulen hier. Sei endlich mal ein Köter. Ein Mann, meine ich, du Mütter. Hallo? Basti? So mache ich das auch mal, wenn einer meiner Kollegen sich verletzt hat und werfe ihn dann irgendwas zu. Das frisst er dann und dann ist er wieder gesund. Oh, Einkommen. Einkommen, Auskommen. So muss man das machen. Mal ganz kurz. Waffen. Nahkampf. 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 Da konnte man nichts machen. Man konnte die doch irgendwie wieder entfernen, ne? Gegenstände. Verbesserung habe ich 2. Goldenes Händchen. Okay. Goldenes Händchen scheint besser zu sein, oder? Ausfall. Nahkampf. Scheiße. Offensichtlich geht das noch nicht. Aber wir hätten ja fast genug für eine neue. Gut. Dann gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen um. Das war, mal ganz kurz gucken. Quest 16. Liebe tut weh. Okay. Das klingt doch interessant. Gibt sogar 8000, Alter. Nehmen wir als Ziel und reisen wir auch gleich hin. Was? Dies ist eine eurer Hauptquests. Ach so, eine der aktiven, meinst du? Gut, Bereichskarte. Gebiete. Bauerstone Friedhof. Altstadtstraße. Wir reisen da jetzt mal ganz kurz hin und dann ist die Folge vorbei. Damit ich halt auch noch weiß, was wir machen wollten. Wir haben den Friedhof doch. Oder sind wir jetzt falsch?
Naja, eigentlich nicht. Zumindest sagt er uns hier erstmal, dass es richtig ist. So, Freunde. Wie konnte sich denn das jetzt bitte da drin verhaken? Es hat sich gerade in einer unmöglichen Position verhakt. Das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Ich würde gerade sagen, so Freunde, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle voneinander, weil ich muss morgen wieder arbeiten, muss jetzt pennen gehen. Das Ganze kommt morgen auf den Kanal. Wahrscheinlich so in der Reihenfolge GTA Online, GTA 5, Fable. Mal sehen, ich weiß noch nicht wie. In der morgigen Folge beschäftigen wir uns dann auch mit dem Friedhofstypen. Der scheint sich dort irgendwo aufzuhalten, wie ich das gerade richtig sehe. Genau, ganz kurz. Rechts. Aktuelle Quest. Okay, der befindet sich dort in diesem Häuschen, wie es aussieht. Und ja, ich bin gespannt, was es ist. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was diese Quest für uns bereithält. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Morgen. Bis dann. Ciao.